Hallo, ich grüße euch. Wieder unterwegs mit dem Wolfgang zusammen. Wir sind hier in Friedberg und wollen jetzt mal so eine Tour durch die Wetterau machen, ein paar schöne Sachen anschauen. Es gibt Burgen, Schlösser, schöne Orte. Später fahren wir noch auf dem Bahnradweg und fahren dann Richtung Vogelsberg. Ja, mal sehen, was alles unterwegs zu sehen gibt. Und ich freue mich, das wieder zusammen zu machen zu können mit dem Wolfgang. Der Wolfgang nimmt auch ein bisschen was auf. Und ja, es ist leider noch ein bisschen neblig heute Morgen. Aber der Wetterbericht hat gesagt, nachher soll die Sonne kommen. Also dann, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr habt Lust mitzukommen. Ja, und wo wir gestartet sind, das ist hier die Evangelische Marienkirche in Friedberg. Auch eine richtig große Kirche. Ja, sieht sehr schön aus hier erstmal. Das hier ist die Burg Friedberg. Ah, wir befinden uns jetzt hier direkt davor. Und ja, in die Burg selber wollen wir nicht rein, irgendwas da drin anschauen. Aber zumindest hier von außen mal einen kleinen Blick. Vorne sind wir durchgefahren, das Burgtor. Und es ist hier quasi nochmal so ein eigenes Viertel, das Burgviertel. Das da vorne ist der Adolfsturm, Wahrzeichen der Stadt Friedberg. Alles im Nebel noch zurzeit. Und hier folgen wir jetzt erstmal dem Usertalradweg. Usertalradweg, der führt von der Nidda aus bis zur Userquelle oder bis zum Gebiet, wo die Usa entspringt. Jetzt geht es gleich nach Nauheim, Bad Nauheim. Ich bin jetzt hier direkt vor diesen Tapierwerken in Bad Nauheim. Hier wird das Wasser dann hochgepumpt nach da oben und fließt dann dort irgendwie runter. Das sorgt für gute Luft. Wer Atemwegsprobleme hat, der kann sich dann in die Nähe dort setzen und hat sozusagen so ein bisschen Nordseeluft. Eine schöne Allee hier in Bad Nauheim im Kurpark. Und rechts von uns ist die Usa, links ist der Kurpark. Ja, leider noch keine Sonne raus. Da warten wir drauf. Aber ja, wird schon kommen. So, das hier ist der Sprudelhof in Bad Nauheim, sozusagen so Zentrum vom Kurbetrieb hier. Alle nehmen auf der Wolfgang.
Und ja, ganz schön. Und hier wird Haus aus Nauheim sind wir jetzt und wir fahren jetzt hier nach Steinfurt. Steinfurt, Rosendorf, Steinfurt. Hier ist alles auf die Rosen ausgerichtet. Es gibt auch so einen Rosenumzug einmal im Jahr. Und ja, auch bei der Ortseinfahrt gleich zu sehen. Hier dreht sich alles um die Rosen. Ja, und es gibt sogar ein Rosenmuseum in Steinfurt. Auch das lassen wir jetzt mal links liegen. Und fahren hier auf unseren Radweg durch Steinfurt durch. Und der Fluss, der hier kommt, das ist die Wetter. Und der die Wetterau ihren Namen hat. Wir sind jetzt rausgefahren aus Steinfurt und fahren jetzt zu zwei Burgruinen, Münzenberg und Trockenberg. Und ja, das ist ein Naturschutzgebiet hier. Da fahren wir jetzt hier aber an der Straße entlang durch, auf einem schönen Weg. Leider Sonne immer noch nicht da, ein bisschen neblig. Aber wir machen das Beste draus, schwitzen wir auch nicht. Jetzt sind wir in Rockenberg angekommen. Rockenberg ist auch noch im Wetteraukreis. Und hier vorne könnt ihr die alten Burganlagen von Rockenberg sehen. Ja, das ist nur noch eine Ruine. Aber ja, ganz schön hier. Jetzt fahren wir hier, um es mal auf Hessisch zu sagen, von Rockeberg nach Münzenberg. Von Rockenberg nach Münzenberg. Und da gibt es auch noch eine Burg oder Burgruine. Und werden uns das dann auch nochmal anschauen. Ja, aber ganz schön, dass das alles hier noch so die Reste zumindest erhalten sind. Und der alte Turm hier. Ja, das macht so einen Ort schon mal zu was ganz anderem, wenn es eine Burg oder ein Schloss gibt. Wir sind auf den hessischen Fernradweg R6 und fahren jetzt mal übers Feld, abseits der Straßen. Und vor uns, ich weiß gar nicht, ob man es so sieht, da liegt Münzenberg und die Burgruine Münzenberg. Die wollen wir uns auch noch mal anschauen, hier in der schönen Wetterau. Ja, und jetzt ist die Sonne raus, da hinter uns liegt der Nebel, unten im Tal, weil wir sind was hochgefahren. In der schönen Wetterau musste man trotzdem ein bisschen hochfahren. Und vor uns liegt diese tolle Burg Münzenberg oder Münzenburg dann in Münzenberg. Ja, da versuchen wir jetzt mal hinzufahren. Ob wir reinkommen können, weiß ich nicht. Wir müssen mal gucken.
Aber richtig schön jetzt. So, jetzt sind wir bei der Münzenberg. Das ist schon nicht mehr so sehr Ruine, da steht noch einiges. Aber um jetzt da eine Führung zu machen, müsste man 3,50 Euro zahlen. Und ja, wir haben ja auch noch viel anderes zu sehen. Und deshalb werden wir jetzt gleich hier weiterfahren. Ja, aber ist schon beachtlich. Schöne alte Burg. So, jetzt sind wir wieder auf den Feldern. Die gibt es ja genug hier in der Wetterau. Und fahren jetzt hier auf einen schönen Radweg in Richtung der Wetterauer Seenplatte. Und die Sonne ist draußen, kein Nebel mehr zu sehen. Stimmung ist auch gut. Von daher haben wir einen guten Tag erwischt heute. Nochmal Sonnenschein. Gestern war ja Herbstanfang. Von da freue ich mich, dass heute nochmal schönes Wetter ist. Ja, es geht weiter über die Felder in der Wetterau. Und ich habe schon gesagt, hier gibt es viel Anbau, landwirtschaftlichen Anbau. Und was es auch gibt, das sind gute Radwege. Hier führen ein paar Fernradwege durch, die hessischen. Und ja, kann man sehr schön fahren. Ja, nachher muss ich euch noch das neue Rad vorstellen kurz. Denn das ist inzwischen da. Das ist von der Fahrradmanufaktur, VSF Fahrradmanufaktur, das ist TX400, so. Ja, das wird mein Reiserad sein. Und ja, aber viel vorstellen geht ja noch nicht. Ich bin ja nicht so jemand, der sich so gut mit den technischen Sachen auskennt. Hat 30 Gänge und ja, gut belastbar, kann man bis 170 Kilogramm belasten. Und von daher bin ich damit erstmal ganz zufrieden, fährt sich auch gut. Also, scheint nicht die richtige Wahl getroffen zu haben. Allgemein haben wir bisher sehr gute Radwege. Hier an den Dörfern entlang, über die Felder. Und jetzt geht es langsam Richtung Seenplatte. In der Wetterau gibt es hier mehrere Seen. Die sind hauptsächlich entstanden durch Kohlebau, Kohleanbau, Kohleabbau, so. Und nachdem das beendet wurde, wurden die dann gefüllt und wurden zu einem See. So, jetzt sind wir hier am Barbarasee. Der Barbarasee, wie gesagt, das ist hier ehemaliger Kohlebau gewesen. Und irgendwann 60er, 70er Jahre haben die das mit Wasser gefüllt. Und so ist das jetzt ein schöner See. Hier steht es nochmal. Ab 1976 im Restloch des Tagebaus der Preußen Elektra entstanden hier, wurde in den Jahren 61 bis 75 Braunkohle abgebaut. Wir hier auf der Suche nach dem nächsten See. Und müssen da hier so ein bisschen auf so einen kleinen Weg mal lang fahren. So, jetzt sind wir hier angekommen und hier gibt es extra ein Haus, um mal den See anzuschauen. Da gehe ich mal rein und da ist der See. Extra Häuschen.
Ja, das ist ja richtig cool. Jetzt mit einem schönen Fernglas könnte man hier alles anschauen, was es da so zu sehen gibt. Und da ist schon der nächste See. Und hier kann man das auch mal am See vorbeifahren. Direkt am See vorbeifahren. Das müsste der Kappensee sein. Der nächste der drei Seen. Ja, richtig schöner Weg. Also mir gefällt es, die Tour. Habe ich mir jetzt einfach so mal zusammengestellt. Und erstmal schöne Wege und es gibt überall immer was zu sehen. Jetzt sind wir hier am oberen Knappensee und auch ein schönes Gebiet. Und hier stand gerade, dass im Frühjahr oder im Herbst, im Oktober, manchmal hier auch Fischadler zu sehen sind. Das wäre natürlich schön, aber sehen wir jetzt momentan nicht. Das war jetzt der dritte See und das hier ist ja auch gleichzeitig der Lutherweg. Und da ist schon wieder der nächste See. Das müsste dann auch ein Kappensee sein. Vorhin war es der untere Kappensee und es ist, glaube ich, jetzt der obere Kappensee. Fast jeder Ort hat hier einen kleinen See. Das ist hier in Innheiden, Treis-Holloff. Jetzt sind wir hier in Hungen. Vorhin haben wir das natürlich ganz falsch gesehen, aber jetzt sind wir wirklich hier in Hungen. Das ist die evangelische Kirche. Und es gibt hier auch noch ein Schloss zu sehen, wo wir jetzt gleich hinfahren werden. Und hier gibt es auch noch ein Schloss, eben das Hungener Schloss. Einen kleinen Garten davor. Und man kann eigentlich nur bis hier vorne mal schauen. Oh, das sieht richtig toll aus. Ja, und das ist ja alles noch intakt hier. Und wird wahrscheinlich auch noch bewohnt. Und deshalb nur bis hier vorne können wir das von außen mal aufnehmen. So, jetzt sind wir raus aus Hungen und sind jetzt hier auf einem Bahnradweg.
eine ehemalige Bahnstrecke umgebaut zum Radweg. Und die führt uns in Richtung Winningen. Ja, das heißt wahrscheinlich sehr gutes Radeln auf dieser Waldstrecke jetzt erstmal. Ja, und schnurgerade fahren wir jetzt hier auf dem Bahnradweg. Und ich habe gerade dem Wolfgang erzählt, der Vulkanradweg, der ist ja auch hier im Vogelsberg. Das sieht so ähnlich aus. Schnurgerader Weg, gut asphaltiert. Und auch wenn dann Steigung ist, meist nicht so stark. Ein paar Prozent nur. Also kann man alles schön fahren. Stimmt's, Wolfgang? Super. Super. Ja, wir fahren weiterhin auf dem Bahnradweg. Macht riesen Spaß hier zu fahren durch die Landschaft. Geht so ganz langsam bergauf, dann geht es mal kurz bergunter. Wir haben noch eine ganz schöne Steigung vor uns, aber auf etwa 500 Meter wird es hochgehen. Aber dann auch nicht mehr auf dem Bahnradweg. Also da muss man noch ein bisschen klettern. So, jetzt bin ich hier in Naubach. Und in Naubach gibt es auch ein Schloss. Das ist auch nicht Lauterbach, das gibt es ja auch hier im Vogelsberg, sondern Naubach. Und da oben, das wird das Schloss Laubach sein. Ja, ganz schöner Ort. Bisschen Fachwerk. Kommt der Wolfgang mir entgegen. Ja, und schaut mal, hier kann man das Schloss auch noch mal sehen. Oh, das sieht auch schön aus. Ein bisschen schräg. Kleine Brücke von einem Gebäude zum anderen. Und so sieht es aus, wenn man einfach so rumkreuzt, sich Sachen anschaut. So sieht dann die Tour aus. Ja, jetzt sind wir hinter Laubach und jetzt müssen wir noch ein bisschen Höhe machen. Geht auf 500 irgendwas Meter hoch und da gibt es auch noch ordentliche Anstiege. Aber erstmal beginnt es ganz gemütlich oder nicht so steil. Ja. Schauen wir mal, wie es da hochgeht. Erstmal durch den Wald. So, ihr seht es ja jetzt hier drauf. Schwankt ein bisschen. Hier muss ich hoch. Hier müssen wir hoch. Und hier geht es momentan noch. Aber vorhin musste ich dann doch mal absteigen. War zu steil. Und da es nachher noch mal steiler wird, glaube ich, wird das nicht das letzte Mal sein,
ist vom Fahrrad runter muss. Und der Wolfgang hat wieder mit mir geschoben, obwohl er ja mit dem E-Bike so hätte fahren können. Also super. So, jetzt sind wir hier am Marktplatz oder Kirchplatz im Freienau, mitten im Vogelsberg. Haben eine kleine Pause vom Anstieg gehabt, weil jetzt ging es runter. Und hier nach Freienau geht es gleich wieder richtig hoch. Ein langsamer Fahrt geht es hier hoch durch die Vogelsbergtäler. Mittendrin so ein kleiner Bauernhof. Und ja, die Steigung und die Wechselmauer geht mal ein bisschen runter. Dann geht es wieder hoch. Und hier mal so ein Rundblick nach hinten. Ja, und das ist hier der Mühlenweg. Eben sind wir ja schon an einer Mühle vorbeigekommen. Also gibt es hier verschiedene Mühlen noch. Ja, ist ein bisschen steinig der Weg hier. Nicht ganz so gut zu fahren, aber es geht alles noch. Wald- und Wiesenweg. Ich glaube, der führt jetzt bis nach Schotten, der Mühlenweg. So, kleiner Zwischenstopp mal. Bei 370 Höhenmetern. Ein kleines Dorf oder Ort hier, oder vielleicht ist das auch noch ein Bauernhof. Von da vorne sind wir gekommen. Und da müssen wir jetzt hoch. Und wir hoffen, dass da oben, wo die Windräder sind, dass wir da am höchsten Punkt sind. Da dreht sich ja ganz schön da oben. Ja, das sehe ich gar nicht. So, hin und wieder muss ich mal schnaufen, weil der Weg ist nicht nur ziemlich steil, der ist auch wirklich nicht ganz gut. Sehr viele Steine auf dem Weg und das macht es noch mal schwieriger zu fahren. Da vorne, da sind Windräder. Und wird Strom produziert und anscheinend weht auch Wind, wir merken davon gar nicht so. Das heißt, der kommt wahrscheinlich von hinten. Ja, aber schöne Landschaft hier. So, ich denke, wir haben bald die Höhe geschafft. Und ja, hier gibt es eine schöne Kuhweide, was dem Bauer ganz schön Arbeit machen wird, die Kühe da runter zu treiben wieder, ne? Und da kommen wir. So. Und hier geht es doch noch ein bisschen weiter nach oben. Ja, jetzt haben wir hier auch den höchsten Punkt erreicht. 510 Meter hoch. Und ja, sieht es nicht ganz so aus, aber es müsste jetzt langsam runtergehen Richtung Schotten. Und ja, bin ich auch ganz froh, weil das war dann doch hier ziemlich anstrengend. Steinig und steil. Die Kombi war nicht so gut, aber jetzt geht es ja langsam, wird es langsam runtergehen. Ja, hier geht es noch ein Stückchen hoch, aber eigentlich müssten wir jetzt so weit oben sein. Ja, wir sind hochgefahren. Hier oben gibt es eine schöne Sicht auf den Vogelsberg. Und jetzt geht es runter und es geht nur noch runter. Bis nach Schotten zumindest geht es alles runter. Und ja. In Hinterschotten ist dann der Nidderstausee. Da wollen wir erstmal hin. Und ja, vielleicht gibt es irgendwo was zu essen. Weil das war jetzt doch ein bisschen wenig. Und ja, da schauen wir mal. Hier weht der Wind ganz schön. Ein kühler Wind auf einmal. Aber schöne Gegend. Ja, es kostet viel Kraft, wenn man hochfährt. Aber runterfahren macht Spaß und ja, die Sicht ist dann auch schön. Jetzt fliegt es schon Schotten. Also die Abfahrt ging sehr schnell jetzt, sehr steil. Und gleich kommen wir nach Schotten. Jetzt sind wir hier angekommen in der Innenstadt von Schotten. Marktplatz und Kirche.
Und hier links von meiner Seite, da ist der Nidderstausee. Ein bisschen mäßig gefüllt. Und wir fahren jetzt rings um den Stausee rum. Und dann geht es noch über die Staumauer. Also das ist auch eine schöne Tour. Kann man auch mal laufen. Hier bin ich öfters auch schon mal gelaufen. Ein Rundweg um den See. Aber wir fahren jetzt hier ringsrum. So, jetzt sind wir auf der Mauer. Da ist dann der Stausee. Und hier ist die Staumauer. Und wir fahren einfach mal quer drüber. Über den Nidder Stausee. Der wird hier von zwei Flüssen gespeist. Nicht nur von der Nidder, sondern noch von einem anderen. Aber momentan weiß ich leider nicht, wie der heißt, der zweite. Ja, sehr schön. Ich habe das vor ein paar Jahren gesehen. Da wurde das hier, die Staumauer, erneuert. Und da war der See praktisch leer. Und die sind hier mit Fahrzeugen an dieser Staumauer entlang. Hier an dieser Staumauer hoch und drunter. Und haben das alles neu gemacht. Ja, das ist ein Blick hier runter ins Tal. Auch sehr schön von hier oben. Und da sieht man, da fließt die Nidder wieder raus. Jetzt fahren wir rein nach Nidder, den Ort Nidder, und da endet auch unsere Tour. Wir müssen ein bisschen warten auf die Bahn. Wir waren heute sehr lange unterwegs, also es ist fast schon 6:30 bald. Und ja, aber war eine schöne Tour, wirklich schöne Tour, ein Glück mit dem Wetter. Haben auch wirklich sehr viel gesehen. Nicht alles, den Elvis haben wir verpasst, aber trotzdem alles sehr schön. Wir haben vorhin noch mal gegessen eben. Und so geht ein schöner Tag zu Ende. Und ja, das Fahrrad habe ich gut getestet. Ich finde, das fährt sich gut und bin damit sehr zufrieden. Dann kann ich damit auch weitere Touren planen. Ja, und da freue ich mich drauf. Im Oktober habe ich nochmal frei. Ich hoffe, dass ich da was machen kann. Und ja, vielen Dank. Alles Gute wünscht der Peter.